hier ist Ronja und heute spielen wir mal eine Runde Slime Rancher. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. How to... Your backpack can wack things up and store them in a wack tank. Was ist denn ein... Das ist mein... Was auch immer ein Wack ist. Denn ein... Oh, Staubsauger wahrscheinlich, oder? Vacuum? Ich sauge den Schleim ein. Ja, ich habe einen Schleim gefangen. Ja, yeah! Ich schleim noch ein. Was ist das? Ein pinker... Du hast einen Schleim gefangen. Slimes sind der Schlüssel zum Erfolg. Schieße die Slimes durch eine Korallenbarriere. Okay, wir schießen die hier rein. Und dann sind sie hier gefangen. Dann kommen sie hier nämlich nicht mehr raus. Aber wir können irgendwie die durchschießen. Jetzt habe ich ein Slime-Gefängnis gekriegt. Juhu! Was, wenn Slimes essen, machen sie Plots. Oh, das ist dieses Pink-Plot-Ding, was ich habe. Oh! Es gibt einen Plot-Markt. Wo ist denn der Plot-Markt? Da ist der... Oh, den sauge ich ein. Du denkst, du kannst mir entkommen, kleiner Schleimi, ha? Huh? Ich denke nicht. Auf geht's zum Plot-Markt. Es tut mir leid. Oh nein, Schleimi, komm zurück! Okay. Das hat jetzt nicht geklappt, ne? So, das hat jetzt nicht geklappt. Wir saugen den nochmal ein. Wir müssen den wohl hier reinschießen. Okay? So, bumm. Was haben wir jetzt gekriegt? Cash. Cash Money. Okay, die sind am wenigsten wert. Die hier sind viel wert. Die gelben, die geben dir 300 pro Edelsteinchen. Was kann man in der Maschine machen? Oh, okay. Okay, also unsere Mission ist hier, eine Farm zu gründen mit den ganzen Schleimis. Und dann füttern wir die, dann machen sie diese Plots, was auch immer. Ich weiß nicht, was das die Übersetzung sein soll, es tut mir leid, das Spiel ist auf Englisch. Und dann kriegen wir Money. Und mit dem Money machen wir dann wahrscheinlich, ja. Oh, guck mal, hier sind die bekannten Taktiken von manchen erfahrenen Slime-Ranchern, die diese seltenen Plots... Wir nennen sie jetzt einfach Plots, okay? Mir egal. Okay, erste Mission, wir sammeln. Oh, der isst alles. Der pinke Schleim kann alles essen. Habe ich jetzt herausgefunden. Bup, bup. Die Frage ist, was können sie? Wo finde ich Essen für die Schleimis? Wo finde ich Essen? Hm? Wir reisen auf ein Abenteuer. Oh, du Witz, das macht richtig Spaß. Was ist das? Das Labor. Erlaubt es dir eine Karriere als ein Amateur... Also ein unlizenzierter Schleim. Okay, ja. Scientist. Wir sind... Ah, oh, hier dürfen wir nicht durch. Wir sind Wissenschaftler, aber nur Amateur und unlizenziert. Und das kostet trotzdem $10.000. Oh, wir haben eine E-Mail von Cassie. Wir müssen zum Schleim Ranch House. Hier sind keine weiteren. Ich denke mal, hier kann man später weitere Gehege hochmachen. Und ich frage mich, wo finde ich Essen für meine kleinen Schleimis? Oh, ich kann jetzt hier hinten hin. Ja! Du bist sowas von meiner. 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 Alle meine. Alle meine. Chup, 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 chup. Oh nein, ich habe einen getötet. Oh, hier ist Essen. Ich glaube, ich habe einen getötet. Die sind gegen Steine geklupscht. Oh, das tut mir voll leid. Das wollte ich nicht. Guck hier, da ist er. Das war er mal. Oh. Egal, 10. Was haben wir hier? Juhu, Fogo-Früchte. Was auch immer das ist. Noch einer. Bam, 11. Was ist das? Ach, können wir den Baum noch mitnehmen? Nö. Ja. Oh. Eine Kiste. Noch mehr Möhren. Bam, bam. Ich finde den Staubsauger super. Ich hätte auch gerne so einen Staubsauger. Okay, was hier? Oh. Du denkst, du kannst mir entkommen? 12. Können wir die Kiste aufmachen? Nein. Können wir die irgendwie mitnehmen? Ich kann mit der Kiste hier rüberrennen. Warte mal, was ist das für ein Haar? Was ist das? Was bist du? Aktivieren! Hallo Beatrix! Der Name Hobson Tunager, ein Rancher, Erkunder und der vorherige Besitzer dieser Ranch, die du jetzt dein Eigentum nennst. Bitte? Also, please, to make your acquaintance. Der freut sich, uns kennenzulernen. Ich war ein Rancher für viele Jahre. Mehr als ich mich erinnern kann. Und ich habe das Gefühl, da war ein Abenteuer in mir drin, was ich jetzt noch finden muss. Bevor ich gehe, mache ich eine letzte Tour um die Halterin hier und
Was? Keep your papers peeled for notes like these. Okay, er lässt uns ab und zu so ein paar Nachrichten da. Und wenn wir sowas sehen, dann können wir das drücken und dann sagt er uns ein bisschen ein paar News. Von seiner Ranch-Erfahrung, wie es klingt. Noch mehr Pogo-Früchte! Jeha! Es tut mir leid, ich muss das quasi halbwegs schnell übersetzen. Wie gesagt, das Spiel ist in Englisch. Das heißt, falls irgendwas nicht so clean ist. Oh, da ist das ganze Essen! Yeah! 20! Unser Schleimtank ist voll. Was bist du denn? Oh, ich hab nicht mehr. Was bist du? Ein kleines Hühnchen? Okay, ich muss jetzt erstmal meine Schleimis wieder zurück ins Käfiggefängnis bringen. Ich kann auch nicht so lange rennen, da geht meine Energie nämlich ziemlich schnell leer. Das ist zwar schade, aber das ist in Ordnung. Und jetzt machen wir die ganzen Schleimis hier in die Kiste. Bup, bup. Oh nein, das sind die anderen. Die will ich nicht in die Kiste tun. Gib sie mir zurück. Danke. Okay, wir machen die Schleimis hier in die Kiste. Bup, 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 bup. Seid ihr glücklich, Schleimis? Wollt ihr essen? Ja! Bup, 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 bup. Noch eine Möhre. Ja! Oh nein, 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 nicht die Schleimis. Oh, wie soll ich denn die Schleimis ernten? Oder die... Nein! Okay, Schleimi. Das wird ja voll schwer. Ich glaube, mein Gehege ist überfüllt. Die essen halt alles. Das ist praktisch für mich. Okay, wir gehen wieder zur Station des Geldes. Wir haben nämlich jetzt Big Money gemacht. Naja, es ist wirklich so viel Money. Okay, 376. Was ich ganz cool finde, ist, dass die Schleimis hier bestimmt gleich raushüpfen, so hoch wie die hüpfen. Der flieht doch gleich in die Freiheit. Ist hier irgendwo eine Begrenzung? Er tut so, als ob er der König ist. Okay, jetzt haben wir dieses Hühnchen. Soll ich das Hühnchen hier reinschmeißen? Wieso sind die alle so excited? Hallo! Warum haben manche diese roten Münder? Ah, nee, das ist, glaube ich, einfach nur so. Okay, ich weiß nicht, was mir das Hühnchen bringt. Was kann ich hier machen? Oh, hier ist noch nichts, was ich machen kann. Autofeeder benutzen. Das weiß ich jetzt nicht. Oh, es gibt ein Airnet. Okay, das heißt, da können die auch nicht oben rausspringen. Und es gibt einen Plot Collector. Wow, das klingt fantastisch. Okay, wir bauen das. Warte, das ist das gleiche wie das letzte. Hä? Are you kidding? Aktivieren. Oh, wir müssen die dazu kaufen. Oh nein. Och nee, warum habe ich das denn jetzt gekauft? Guck mal, die brechen aus. Der bricht aus. Oh nee, das ist einfach nur so ein Ding. Zack. Zack. Okay, wir brauchen... Oh. Wir brauchen unbedingt noch Geld, damit wir noch mehr Hühnchen machen können. Okay, und dann machen wir uns noch so ein Hühnchending hier hin. Das wäre super, oder? Jetzt haben wir zwar unnötigsterweise das da hier gebaut, aber das ist schon okay. Mann, hätte ich mal vorher geguckt, dann wäre ich jetzt nicht in so einer doofen Situation. Aber das ist schon okay. Ich suche jetzt hier Essen. Hier sind zwar nur Slimies, aber ich finde hier bestimmt auch irgendwo noch Essen. Habe ich recht oder habe ich recht? Hier ist Essen. Märchen. Oh, ich habe gar keinen Platz für Märchen. Oh nein. Bup, 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 bup. Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Möhrchen hier reinwerfen. Bup, bup, bup. Oh! Juhu, sie haben was freigeschaltet. Sie haben diese Dinger gepluppt. Okay, das ist voll schwer, die da rauszuholen. Ich habe viel zu viele Schleimis hier drin. Ich mache, glaube ich, gleich ein paar Schleimis in ins andere Gehege. Wisst ihr, was der Trick ist? Ich kann keine Schleimis gerade aufnehmen. Weil ich keinen Platz mehr drin habe. Das heißt, das ist voll... Ich kann da reinlaufen? Oh, wow. Das wusste ich nicht. Okay, wow. Ach. Hätte ich mir mal denken können, ne? Okay, scheinbar kann man da reinlaufen. Nice. Gut zu wissen. Okay, nachts ist es gefährlich. Aber noch ist es ja nicht wirklich nachts. Das heißt, ich würde sagen, ich bin noch... Oh, was ist das? Was ist das? Hallo? Kann ich dich auch nehmen oder bist du ein... Oh, was?
Largo-Slimes sind große Slime-Hybriden, die entstehen, wenn ein Slime ein Plort ist, was nicht sein eigener ist. Du kannst sie erschießen? Oh! Nein, das will ich nicht. Aber du kannst sie auch halten und dann kannst du sie transportieren. Oh, wie cool! Okay, ab ins neue Gehege mit euch, ihr kleinen Plupser. Bop, bop, bop. Hallo! Oh, guck mal, wie süß die sind! Ah! Oh nein, die fliegen raus! Nein, die fliegen raus! Nein, die fliegen einfach raus! Nein! Ihr bleibt mal schön hier! Freundchen? Okay, die muss ich jetzt im Inventar behalten erstmal. Ihr hört aber auf, die ganze Zeit auszubrechen, ihr blöden Schleimis. Nein. Okay, wir haben ein aktives Problem. Wir brauchen Geld für so ein Netz, okay? Wie viel kostet das Netz nochmal? Oh nein, stopp, komm zurück. Wie viel kostet das Netz nochmal? Das kostet 425. 425. Mist. Okay, wir geben jetzt erst unser Schleimis, die wir hier haben. Pogo-Früchte, ja? Wir werden gleich raus, mit dem Pogo-Früchten. Ja, gleich raus, nicht. Wir geben jetzt den hier. Und dann sammeln wir diese Ports wieder ein. Na komm. Ein Schleimis, lass mich in Ruhe. Nein, okay, gut. Wir sind jetzt hier. Oh mein Gott, kleine Katzis! Warte, warte, warte. Wir machen den blöden Hahn weg. Den brauchen wir nicht. Oh nein, die Katzen haben sich schon verwandelt. Nein, Katzen! Rückzug! Rückzug! Oh nein, noch ein Huhn. Oh, das ist ja voll super. Nein, die Katze hat sich auch verwandelt. Schnell zurück! Schnell! Eine reinrassige Katze. Dann haben wir noch diese... die Dinger hier. Und das da. Ich glaube, die großen will ich gar nicht so unbedingt. Ich will die kleinen. Ich finde die kleinen viel süßer. Gut, dass ich das hier rechtzeitig entdeckt habe. Hier haben wir das Hähnchen. Das ist ja eigentlich noch friedlich. Und ich würde sagen, wir nehmen noch mit, was wir können. Och, guck mal, wie glücklich sie sind. Sie essen die ganze Zeit. Und dann sind sie so, ah, und freuen sich und legen ein Ei. Oder nicht ein Ei, aber diese die Kristalle. Das ist voll... oh, das ist so ein tolles Spiel. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, auch genug Cash, um mir das Luftnetz zu holen. Dann müssen halt die... oh nein, 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 Rückzug! Oh nein, ich wollte euch nicht. Okay, nein, 365, es reicht noch nicht. Hallo! Ein Steinslime. Oh, die sind so süß. Guck mal! Du darfst dich nicht verwandeln. Oh, die bringen bestimmt viel Cash. Oh nein, was ist das? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Er will die ganzen Slimies fressen. Oh, der Stein hat mich angegriffen. Okay. Ich wollte nicht in dein Inventar einbrechen. Nicht in dein Inventar, aber in deinen Bereich eindringen. Oh, wow. Die fallen die ganze Zeit aus den Bäumen. Warte, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Hallo? Hallo? Das macht wohl Spaß. Okay, wir haben jetzt die Katzen. Wir haben die Steine. Wir haben noch mehr Katzen. Wir haben noch mehr von den Phosphor-Slimies. Hier sind Hühnchen überall. Ich weiß, die Hühnchen sollen nicht die Überhand gewinnen. Deswegen habe ich sie eigentlich eingesammelt. Aber jetzt geht das wohl nicht mehr. Das Hühnchen scheint hier einfach zu sein und Eier zu legen. Aber das ist wohl okay. Okay? Das ist in Ordnung. Das akzeptiere und toleriere ich. Die fressen weiter kaum. Oh mein Gott, das ist so ein tolles Spiel. Ich finde es so niedlich. Guck dich das mal an.
So, 414! Nein! Ich werde wahnsinnig! Ich habe nicht genug Geld! Gib mir Geld! Ah! Das ist so frustrierend! Gib mir Geld! Okay, hier sind doch bestimmt irgendwelche John, die was gelegt haben. Wie, guck mal, die vermehren sich auch wie... Wie Mist. Hier, kannst du mir nicht erzählen, dass die Phosphor-Slimes... Ich mache jetzt immer 20 in ein Gehege, weil ich beschlossen habe, dass das artgerechte Tierhaltung ist. Schleimhaltung ist. Hier, leg doch mal ein bisschen Eier. Oder diese Blubs. Guck mal, die kommen überall her. Jetzt kann ich die gar nicht alle nehmen. Was essen die eigentlich? Wo steht das denn? Früchte essen die nur. Nur Früchte, okay. Die anderen essen auch Karotten. Ja, ich habe jetzt hier ein Problem, okay? Ich habe ein Problem. Ich kann mir das Netz noch nicht kaufen. Wie viel kostet das Netz nochmal? 425. Mir fehlen 11. Mir fehlen 11 Dollar. Das heißt, zwei von diesen Kristallen. Haben die Kristalle gelegt? Nö, natürlich nicht. Die haben ja auch kein Essen. Aber die sehen aus, als ob sie hungern. Oh, I'm sorry. Ich hoffe, es geht euch trotzdem gut. Die sehen unglücklich aus. Können sie sterben? Nein. Oh, hier darf ich nicht lang. Da verbrennt irgendwas. Oh, hier ist noch ein Kätzchen. Das nehmen wir dann mal mit. Ich mag, dass man so hoch springen kann. Ja, Jackpot. Die Früchte kann ich leider nicht mitnehmen. Das ist schade. Was ist das hier? Wasser. Oh, das ist eine heiße Quelle. Okay. Okay, hier ist Futter. Das weiß ich jetzt. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben ein Dach über dem Kopf für unsere Kleinen. Phosphorschleimig, die sonst einfach ausbrechen würden. Genau wie die Pinken. Was Mist ist. Weil die einfach die ganze Zeit ausbrechen. Ich meine, was ist das denn hier? Sauerei. Sauerei. Idyllisch, das Farmleben, nicht wahr? Keinerlei Stress. Du hast ein paar Schleimis. Ich finde, ich weiß nicht, wie interessant das zuzugucken ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Wenn ihr wollt, dass ich das aufnehme, dann... Könnt ihr mir das gerne sagen. Bam! Wir haben jetzt ein Netz. Und da kommen jetzt die ganzen... So, ihr denkt, ihr könnt fliehen. Könnt ihr nicht? Haha, Edge the Badge, da ist nämlich ein Netz oben. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Okay, gut. Das war's dann mit dieser Folge. Slime Rancher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wie gesagt, schreibt einen Kommentar, ob ihr wollt, dass ich das ab und zu mal aufnehme. Es wird wahrscheinlich kein regelmäßiges Format werden, aber so alle ein, zwei Wochen mal eine Folge, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Deswegen lasst es mich gerne wissen. Und falls ihr schon Pro-Slime Rancher seid, könnt ihr ja mal ein paar Tipps und Tricks, die Kniffe eines erfahrenen Slime Ranchers mit mir teilen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!